Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer des Wahnsinns zu Sam & Max Hit the Road. Ja, in der letzten Folge sind wir beim geheimnisvollen Wirbel angekommen, der noch schlimmer ist als das ganze andere Spiel. Und haben... Er sieht aus wie eine gesundheitsbewusste Ausgabe von Duck. Ja, haben Shavul gefunden, den Maulwurfmann. Eine Wasserflasche. Erfrischend. Erfrischend. Ich bin sicher, der alte Maulwurf hat da drinnen was gebunkert. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, dann reden wir mal mit Shavul erstmal. Was wollt ihr denn jetzt? Was ist mit diesen ganzen Zeitungsausschnitten? Ich sammle alle Hinweise über bizarre paranormale Phänomene, Mann. Warum den Wrestling-Profis zum Beispiel nie die Puste ausgeht? Scharf kombiniert, Mann. Ich bin davon überzeugt, dass alle mysteriösen Dinge, die in dieser Welt passieren, UFOs, gestreifte Zahnpasta, Eichhörnchen mit zwei Köpfen, Steffen Heidmann und so weiter, irgendwie durch einen unsichtbaren kosmischen Faden der Unabhängigkeit verbunden sind. Den Gedanken hatte ich auch mal. Aber meine Eltern haben mich aus dem Haus geschmissen und mir gesagt, ich soll mir besser einen Job suchen. Ja. Also das mit dem zweiköpfigen Eichhörnchen ist eine Anspielung auf Zack McCracken. Gott, das war auch ein Spiel, das ich nie verstanden habe als Kind. Deswegen habe ich es nie zu Ende gespielt. Ja. Glaubst du wirklich, du findest die Antworten zu den Geheimnissen des Lebens in der Regenbogenpresse? Hey Mann, verschone mich mit deinen negativen Schwingungen. Ja. Doug bestellt schöne Grüße. Diese spirituelle Platzverschwendung? Ich wette, er verbringt immer noch die meiste Zeit vor der Glotze und sieht sich dämliche Wiederholungen an. Ja, aber mittlerweile hat er Kabel. Ja, also doch schlimmer. Doug bestellt schöne Grüße. Diese spirituelle Platzverschwendung? Ich wette, er verbringt immer noch die meiste Zeit vor der Glotze und sieht sich dämliche Wiederholungen an. Ja, aber mittlerweile hat er Kabel. 1, 2, 3. Worum kämpfen wir? Schon gut. Den muss ich leider sagen, verstehe ich nicht ganz. Oder zählt er die Umdrehungen? Was weißt du über Bruno? Bruno der Yeti? Warum fragt das eigentlich jeder zuerst? Das mit Bruno und mir ist eine lange Geschichte. Ich fühlte mich schon immer mit Yetis verbunden. Mir geht das so mit Zuckerstangen. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr an Bruno gedacht. Gib mir einen Augenblick, um mich mental mit ihm in Verbindung zu setzen. Wenn das sein muss... Wartet, ich empfange was. Ich sehe den Froschfelsen zwischen Mount Bedridge und dem größten Baumstumpf der Welt. Wartet, Bruno ist in Schwierigkeiten. Es ist, als ob unzählige Stimmen in Pein schreien und mit einem Mal völlig verstummen. Es tut mir leid, aber ich bekomme kein klares Bild von Bruno. Die traurige Wahrheit ist die, dass ich unfähig bin, mich richtig zu konzentrieren, seit ich meinen Stimmungsring im größten Wollknoll der Welt verlor. Wenn ihr ihn findet, kann ich euch vielleicht weiterhelfen. Ja, den haben wir zum Glück. Ist das dein Ring? Cool, Mann. Habt ihr den Froschfelsen schon gefunden? Nein. Aber selbst wenn, wüsste ich nicht, wie uns das Bruno näher bringt. Den Froschfelsen zu finden ist erst der Anfang, Mann. Wenn ihr beim Froschfelsen seid, braucht ihr 3 Haarbüschel. Haarbüschel? Ja, Mann. Yeti-Haarbüschel. Ihr wisst schon, Fell und so ein Kram. 3 davon. Verschmiert sie über den Froschfelsen. Das Fell über den Felsen verteilen. Hab ich. Lass uns gehen, Max. Wartet. Ihr braucht außerdem das magische Maulwurfmann-Pulver. Das ist doch ein Witz. Kein Witz, Mann. Hier, ich gebe euch etwas davon. Da
Das ist für euch. Benetzt das auf dem Froschfelsen verschmierte Fell mit dem magischen Maulwurfmannpulver. Und was passiert dann? Etwas Wunderbares. Danke. Lass uns gehen, Max. Ja. So, wir haben das magische Maulwurfmannpulver hier irgendwo da. Es ist ein perfekter, metrischer Maulschlüssel für Linkshänder, der etwas außer Form geraten ist. Ja. So, jetzt kommt der Teil, an den ich mich leider nicht mehr ganz so erinnere. Okay, wir können noch durch die blaue und die weiße Tür und die rote Tür. Nur um euch das auch mal zu zeigen, was dahinter ist. Auch wenn es ein bisschen dauert, bis halt Sam ständig da durchgeht. So, wenn wir den ausmachen, dann haben wir, glaube ich, nur noch... Ja, gelb. Okay. Das heißt, nach oben ist an. Ich dachte jetzt gerade, der wäre noch nach unten gerichtet. Oder? Mal gucken. Ja, der ist aus, stimmt. So, jetzt haben wir weiß, also alle drei Farben. Laufen, bitte. Das heißt, wir können jetzt durch die weiße Tür gehen. Ja, jetzt müssen wir nur auf Sam warten. Auf Max warten. Bis der auch in die Tür reinkommt. Hör auf, deinen Kopf umzustülpen, Max. Ich kann nicht. Lass uns gehen. Ah, ich mutiere zu einer denkfähigen Kugel. Lass uns schnellstmöglich verschwinden, bevor wir unsere leiblichen Körper für immer verlieren. Es ist ein Wald aus Schuhbäumen. Ich habe Angst, Sam. Lass uns abhauen. Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis sich's wiederholt. Hör auf, deinen Kopf umzustellen. Ja, also dreimal. Ich kann nicht. Lass uns gehen. Gucken wir mal, was in den anderen zwei Türen ist. Also, wir müssen jetzt den Froschfelsen finden. So, das heißt, wir machen mal rot und gelb aus, dass nur blau an ist, dass wir durch die blaue Tür können. Das ist aber mal außergewöhnlich hier drinnen. Außergewöhnlich, aber langweilig. Ja, was auch immer da drin ist. Es ist ein Wald aus Schuhbäumen. Ich habe Angst, Sam. Lass uns abhauen. Ist das zweite und dritte immer dasselbe? Egal bei welcher Tür, ich hab's nicht mehr ganz in Erinnerung. Das ist aber mal außergewöhnlich hier drinnen. Außergewöhnlich, aber langweilig. Das ist aber mal außergewöhnlich hier drinnen. Außergewöhnlich, aber langweilig. Ja, und einfach um konsequent mal Holzwege zu gehen, nehmen wir auch noch die rote Tür.
Bevor wir dann zum größten Wollknäuel zurück müssen. Kurz gucken, ob hier drin noch was war. Eigentlich nicht. Museumsgeschenkeboutique. Ja. Gut, letzte Tür. Hör auf, deinen Kopf umzustülpen, Max. Ich kann nicht. Lass uns gehen. Okay, das kannten wir ja schon. Das ist aber mal außergewöhnlich hier drinnen. Außergewöhnlich. Aber langweilig. Okay. Hier können wir nichts mitnehmen. Das heißt, wir können eigentlich nur gehen. Müssen wir mal überlegen. Wir waren hier. Haben wir alles erledigt. In der Fischwelt und bei den Alligatoren eigentlich auch. Zu Hause dürfte auch nichts mehr sein. Leg einen Zahn zu, Max. So, da fahren wir wieder hoch zum... Diese Kabel sind irgendwie mit dem Motor des Restaurants verbunden. So, er wollte eigentlich mit dem Ding hier... Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Was hätten wir noch im Angebot? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Jetzt muss ich überlegen. Also ja, können wir damit oder mit den Golfbällen noch was anfangen, ist die Frage. Das ist das Erste, was mir nicht mehr gerade so wirklich direkt einfällt, wie man die also das Drehrestaurant reparieren kann. Thank you.
Ich glaube nicht, dass er das möchte. Wir können ja immer Max um Rat fragen. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Was sollten wir nun tun? Lass uns Bruno und Trixie finden und eine fette Belohnung einstreichen. Raspel, raspel, raspel. Du hast echt einen an der Waffel, Sam. Ja. Dieser Conroy Bumpus macht mich richtig betroffen. Keine Sorge, Sam. Wir werden den Boden mit seinem billigen Toupet wischen. Ich frage mich, wo Trixie ist. Es schaudert mich beim Gedanken an die unanständigen, schmatzenden Geräusche, die sie mit ihm produziert, diesem Bruno. Ich frage mich, wo Bruno ist. Ich frage mich noch immer, wo ich bin, Sam. In einem Videospiel. Mein Gehirn ist eine Bazillenschleuder voller funkelnder Gedanken und schwülstiger Ideen. Meins auch. Nun, das war's. Max, lass uns gehen. Können wir gehen, Sam? Dieser Platz ist mir unheimlich. Also der hier war nichts. Muss gerade echt überlegen. Ich glaube, bei uns zu Hause war auch nichts mehr, was wir brauchen konnten. Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Mann, wie hat man nochmal das, das Restaurant repariert? Das ist jetzt gerade das Einzige, was mir nicht einfallen will. Na gut, wir können die beiden Sachen miteinander verbinden. Ich nehme besser erst einmal den Becher ab. Das miteinander zu verbinden bringt nur nichts. Ich nehme besser erst den Magneten ab. Was wir die Schnur brauchen, weiß ich. Die Golfbälle bringen uns, glaube ich, auch nichts. Mehr. Fischwirt war, glaube ich, auch nichts. Oh, er fischt wieder. Er ist also doch noch nicht ganz tot. Oh, der Fisch ist weg. Ein Netz mit Fischen. Das ist halt das Problem. Wir müssen jetzt den Froschfelsen finden. Dazu müssen wir das Restaurant reparieren, das weiß ich. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie wir das angestellt haben.
Wie viel bezahlen die einem so, wenn man fragen darf? Ich bin freiberuflicher Mitarbeiter, aber ich darf hier schlafen und ich bekomme so viel Wolle, wie ich essen kann. So, was kann ich jetzt für euch tun? Ist das umwelttechnisch gesehen nicht unklug, so übertrieben viele Gräten einfach zu verklappen? Vielleicht, aber wen kümmert's? Hey, gutes Argument. Was würden Sie tun, wenn jemand, sagen wir mal, 94 Yards aus dem Ball schneidet? Wir würden ihn erschießen, häuten und stückchenweise verkaufen. Das wäre dann erst einmal alles. Ich kann kein Stück aus der Mitte herausschneiden. Dann wäre es nicht mehr das größte Wollknäuel auf der Welt. Ich kann kein Stück aus der Mitte herausschneiden. Dann wäre es nicht mehr das größte Wollknäuel auf der Welt.